Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge des dritten Jahrtausends. Diesmal mit einer fehlenden Person als Hauptdarsteller, kommen wir noch zu. Diesmal geht's, der Tagesspiegel übernimmt im diesjährigen Joseph McCarthy Ähnlichkeitswettbewerb das gelbe Trikot. Ein renommierter Wissenschaftler, der als Impfstoffspezialist für die Impfstoffallianz Gavi und die Bill und Melinda Gates Foundation gearbeitet hat, warnt davor, in der Pandemie zu impfen. Eine Gruppe kritischer Wissenschaftler, prominente deutsche Mitglieder sind Professor Bakti und Professor Hockerts, hat bereits am 28. Februar, also bevor die Probleme mit dem AstraZeneca-Impfstoff begannen, vor genau diesem Problem gewarnt und die neue US-Regierung entdeckt, dass wundersamerweise alle Länder, die sie am liebsten bombardieren will, angeblich versucht haben, die US-Wahlen zu manipulieren. Tja, wo ist eigentlich Robert Fleischer? Aber über all das und mehr berichten wir jetzt im dritten Jahrtausend. So, und wie ihr seht, bin ich die unwürdige Vertretung von unserem Robert Fleischer, der seine Beine in den Seesand auf La Gomera streckt, um dort das fundamentale, beste UFO-Buch aller Zeiten fertigzustellen. Aber mit dabei ist weiterhin der fulminante Matthias Bröckers. Hallo, Matthias. Hallo, Dirk. Aber Robert ist doch gar nicht auf Gomera, sondern auf Teneriffa. Müssen wir gleich mal hier die Fake News korrigieren. Ja? Ich wollte ein bisschen falsche Fährte legen. Ach so. Um ihn in Ruhe Urlaub machen zu lassen, damit seine ganzen Groupies nicht nach Teneriffa strömen. Ja. Also Robert, mit dem habe ich aber telefoniert vor ein paar Tagen. Ich war ja auch da unten, ist fleißig auch. Und wir waren ja auch fleißig und haben, glaube ich, mal wieder ein paar ganz interessante Dinge zusammengetragen und zu erzählen. Dann fangen wir mit der ersten Sache gleich an. Das ist ein Artikel im Tagesspiegel über Oval Media, eines der übelsten journalistischen zusammengeschusterten Werke, die ich in den letzten 3 Jahren gelesen habe. Da würde ich es einordnen. Hat es wahrscheinlich den Spitzenreiterplatz. Wir werden diesen Artikel mit Absicht nicht zeigen. Oder Matthias, wie siehst du das? Nee, wir zeigen den nicht, weil seit vorgestern, glaube ich, ist ja auch eine strafvermahnte Unterlassungserklärung an den Tagesspiegel raus. Also der Artikel wird aus dem Netz schnellstens verschwinden. Was du sagst, ist natürlich richtig, dass das ein übles Schmierenstück ist. Ja, vielleicht noch mal kurz Oval Media, der Robert Zibis, Dokumentarfilmer, langjähriger, hat vor einiger Zeit im Internet eine Serie begonnen, Narrative, wo er Leute erzählen lässt. Narrativ heißt ja Erzählung, Geschichte. Und ich habe das dann im Netz mal gesehen. Ich weiß gar nicht, wen er da hatte, irgendein Professor. Und dachte, ja, das ist so ein bisschen wie Alexander Kluge, ja, der auch irgendwelche Forscher, Wissenschaftler einfach erzählen lässt. So ähnlich hat der Robert Zibis das da auch gemacht. Ja, und hat dann aber eben den Fehler gemacht, glaube ich, da eben auch prominente Corona-Kritiker einzuladen und reden zu lassen und ist so da jetzt auf die Abschussliste, die Diffamierungsliste der Großmedien und des Tagesspiegel geraten. Ne? Mhm. Es gibt mehrere Gründe, glaube ich. Also Robert Zibis überträgt auch den Corona-Untersuchungsausschuss. Was ich aber vor allen Dingen glaube, ist, er ist dabei, eine große Doku zum Thema Corona zu machen. Die erste Stunde ungefähr wird am 22. März gesendet werden. Also das heißt, die wird übers Internet gestreamt und kann man danach in verschiedenen Portalen, solange sie dort bleibt, angucken. Aber die werden sich schon gut verteilen. Wird man also suchen können, heißt Corona der Film. Und ich glaube, dass dieser Artikel vom Sebastian Leber darauf zielte letztlich, also Robert Zibis vorher schon zu diskreditieren. Also Robert hat eine ganze Reihe Dokus gemacht für Arte vor allen Dingen, eigentlich viel Wissenschaft und Schöngeistiges, sage ich jetzt mal, so der Klavierstimmer oder über Akupunktur hat er einen Film gemacht.
über Viren auch mal, der sehr interessant war, also Viren als Bakteriophagen. Also das, er ist eigentlich jemand, der nicht automatisch auf dem Zielschirm von dem Sebastian Leber auftauchen müsste, ist aber, glaube ich, durch diese Tätigkeit, die er da übernommen hat, ist er draufgekommen und soll jetzt eben, wie gesagt, vorher schon mal diskreditiert werden. Und wie das gemacht wurde, ist in diesem Fall, ich will die Visiten ein bisschen direkt reingehen, vielleicht kannst du es auch vorlesen, Matthias, das ist mit das Übelste eben, was ich überhaupt jemals erlebt habe auf diesem Sektor. Das ist wirklich McCarthyismus mit angesagter Existenzvernichtung am Ende des Artikels. Ja, also da steht dann in den Sendungen, die Over Media ans Netz stellt, verbreiten szenebekannte Verschwörungsideologen wirre Thesen, etwa, dass der Impfstoff gegen Corona ein Teufelszeug sei, dass Menschen bald Chips implantiert würden, dass alle Nicht-Geimpften zwangsweise in QZs gesteckt würden. Zibis gehört auch zu den knapp 30 Teilnehmern der illegalen Versammlung, die Mitte Januar von der Polizei in der Kneipe Scotch und Sofa aufgelöst wurde. Oval Media übertrug den gescheiterten Parteigründungsversuch damals live. Gegen Dutzende Personen wurden anschließend Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen die Infektionsschutzverordnung eingeleitet. Darüber hatten wir ja auch schon in einer der vorhergegangenen Sendungen berichtet, ja. Da wurde ja auch hier unser guter Robert Fleischer irgendwie mit in die, ja, über den wurden auch so Kübel ausgekippt. Dann geht's hier weiter. Kurz darauf ging Oval Media eine Kooperation mit einem Aktivisten ein, der auch als Kameramann des rechtsextremen Volkslehrers fungierte. Ja, und das ist, aber da kannst du was zu sagen. Du hast ja den Kameramann auch getroffen oder den gefragt, was das überhaupt war. Ja. Also wir haben, da kannst du vielleicht mal drauf gehen, das wäre die Nummer 3 von den Links. Wir haben uns sofort also an die Seite von Robert Zibis gestellt und haben erstmal mit ihm ein Interview gemacht in Geschichten aus Wikihausen. Das wir auch rumgeschickt haben, haben einige übernommen. Also Ken Jebsen hat es übernommen und Gunnar Kaiser, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob es noch jemand. Wir haben es allen angeboten und hatten drum gebeten. Die müssen nicht unser Interview nehmen. Wenn sie selber was dazu machen, ist auch gut. Aber in diesem haben wir mit Robert Zibis gesprochen und vor allen Dingen auch mit den Konsequenzen. Das heißt, dieser Fall mit dem, das war eigentlich die größte Perfidie, weil behauptet wurde, dass dieser Kameramann eine Kooperation, also das heißt Zusammenarbeit, das ist immer so perfide so formuliert, dass man vor Gericht vielleicht noch sagen könnte, ich habe es ja gar es funktioniert aber übrigens juristisch nicht so. Es geht um den Eindruck, der erweckt wird bei einem unvoreingenommenen Leser. Und da steht also, Robert Zibis arbeitet zusammen mit diesem Kameramann und dieser Kameramann wiederum mit dem Volkslehrer. Und das haben wir uns genau angeguckt. Wir haben mit Robert drüber geredet und er sagte, er kennt den Kameramann gar nicht. Er hat ihn das erste Mal getroffen bei dieser Gründung der Partei. Da war ja auch der Robert Fleischer, wie gesagt, mit dabei. Und die haben einfach, haben sozusagen als Unterstützung, haben sie ihre Kameras zum Streamen von der Veranstaltung zur Verfügung gestellt und haben in dem Sinne an diesem Tag sich gegenseitig ausgeholfen. Der Kameramann wollte da auch ein Interview machen mit einigen der Parteigründern, was er getan hat. Und Robert Zibis, das war der Kontakt, fragte ihn, ob er drehen kann, wenn er die Interviews führt, also für seine Doku. Das ist die Verbindung, die also sehr locker an diesem Tag entstand und die Verbindung wiederum der Zorro Kenji, wie er heißt, den wir dann ausfindig gemacht haben, mit dem haben wir auch ein Gespräch geführt. Wenn du das machen willst, Nummer 4 ist das, die Nummer 4 von den Links. Mit dem, den haben wir dann auch noch gesprochen, wie, ob das stimmt mit seiner Verbindung zum Volkslehrer. Da hatte uns erst jemand etwas gesagt, was nicht stimmte, nämlich dass der Volkslehrer sozusagen, der hätte mal die Tasche vom Volkslehrer bei einer Veranstaltung, hätte dann aber gesagt, nee, ich habe bei mir in meiner Zorro Kenji Show, heißt das, er versucht Joe Rogan nachzueifern da drin in der Art, hatte ich drin den Anselm Lenz, den, wie heißt er, den Ralf Ludwig und den Volkslehrer. Und zwar im Gespräch, also ein Disput über auch die Ansichten des Volkslehrers und hat ihn aber da drin zu Wort kommen lassen und Anselm Lenz hat die meiste Zeit geredet. Also das war kein nettes Gespräch. Er hat eigentlich was ganz Gutes gemacht. Ich bin eigentlich der Meinung, dass genauso mit Rechten umgegangen werden müsste. Man muss auch mit ihnen reden. Wie will man sie von was anderem überzeugen, wenn man nicht die Antifa-Methode bevorzugt, ihnen die Nasen platt zu hauen?
dann ist das ja sozusagen die einzige Möglichkeit, heranzukommen. Das ist dieses Gespräch gewesen. Und er war dann auf einer anderen Demo. Da war der Volkslehrer und sagte ihm, ach, du bist das ja, mein Kameramann ist ausgefallen, kannst du mir gerade mal helfen? Und dann hat er so sozusagen, was macht man? Ja, also das heißt, hat er das gemacht, ist da irgendwas ungefähr, er meinte 45 Minuten mit ihm rumgelaufen, hat die Kamera gehalten. Und jetzt könnte man daraus ableiten, dass Zoro Kenji ein Rechter ist, kann man aber nicht, weil er hat wenige Tage später, ist er mit der Antifa rumgelaufen und hat mit denen gefilmt. Das ist also so jemand, der einfach, der geht halt ran an die Sache. Ja. Und man könnte jetzt genauso, könnte man ihn als Antifa-Sympathisanten bezeichnen. Beides wäre falsch. Er ist einfach so ein, ich gehe da mal hin und schaue mir das genau an, Typ. Ja. Also das vermittelt er auch augenscheinlich. Und letztlich ist also diese Kette, die im Kopf des Betrachters beim Lesen dazu führt, dass der Robert Siebes irgendwas mit Neonazis zu tun hat, mit Holocaustleugnern, was ja der Volkslehrer tatsächlich ist. Daraus wird eine Kette, das heißt, der Schmutz von dem Volkslehrer soll letztlich bei Robert bleiben. Das macht man über so eine Mechanik, die eigentlich in Wirklichkeit gar nicht funktioniert. Und das ist typisch für die Art und Weise, wie Sebastian Leber arbeitet. Das ist nicht ein Ausrutscher, sondern es gibt eigentlich keine Ausrutscher in die positive Richtung. Es funktioniert bei ihm immer so. Naja, das ist ja auch vor allen Dingen, das habt ihr ja auch gezeigt, Dirk, da noch zusammen mit Markus Fiedler, dass da offenbar auch ja in dieser Diffamierungskampagne jetzt gegen einen Dokumentarfilmer konzertierte Aktionen stattfinden, sodass das gleich in Wikipedia landet, in dem Eintrag von Robert Siebes und dann auch bei dem Arbeitgeber seiner Frau angerufen wird und gesagt, hier haben Sie das mitgekriegt. Da solltest du auch noch mal kurz was zu sagen, weil das, ja, finde ich, das ist ja nicht nur ein Schmierfink, der da für Zeilenhonorar im Tagesspiegel was absondert, sondern das sind Kampagnen, die da gemacht werden, ja, mit inklusive Wikipedia-Manipulation. Ja. Das ist, fangen wir mal mit Wikipedia an. Also ganz kurz, 2,5 Stunden, nachdem im Tagesspiegel dieser Artikel war, war in der Wikipedia der Eintrag zu Robert Siebes und Oval Media entsprechend dieses Artikels aufgehübscht worden. Also man muss sich das ja vorstellen, das muss man ja auch noch eintragen. Das heißt, da sitzt jemand Gewehr bei Fuß am Computer. Sobald das Ding online ist, kommt es in Wikipedia rein. Übrigens diese Kette, die wir eben beschrieben haben vom Kameramann, in dieser missverstandenen Version, der hat das wahrscheinlich der Wikipedia-Autor tatsächlich missverstanden, das ist eben die Perfidie. Man liest das und denkt, dass selbst ein Anwalt, mit dem ich geredet habe, hat das missverstanden und hat gedacht, Moment mal, das muss aber der Robert Siebes klarstellen, ob er da mit einem Neonazi zusammenarbeitet. Und dann habe ich ihm das erklärt und er hat gesagt, okay, also das ist auch einer der Punkte, die bei der einstweiligen Verfügung angefallen sind dann. Das ist das eine. Also das heißt, das war übrigens auch bei der Veranstaltung Scotch und Sofa so. Da standen 3 Leute davor und ruckzuck war das in ganz Deutschland in diversen Medien. Innerhalb dieses Antifa, antideutschen Netzwerks von Journalisten lief das rum. Also ich würde behaupten, ich lehne mich mal aus dem Fenster, dass es sich tatsächlich um Kampagnen handelt. Ich kann nicht glauben, dass sowas zufällig zustande kommt. Und das ist ja nicht das erste Mal. Das heißt, diese Leute richten ihr Visier auf bestimmte Personen und die werden dann bearbeitet. Ich erinnere an Uwe Steimle, bei dem das genau so war und es wurde so lange geschossen, bis Uwe Steimle weg war. Ich bezeichne das als McCarthyismus. Also, und es gibt dann den zweiten Teil, wenn ich es gerade auch noch sagen kann. Das ist die ehemalige Frau von Robert Siebes. Die haben zusammen diese Firma gegründet. Sie ist im Moment gar nicht in der Firma aktiv. Und hat auch nichts mit dem Corona-Untersuchungsausschuss zu tun. Das ist also schiere Sippenhaft. Was der Sebastian Leber dann macht, ist, dass er mit seinem Machwerk losgeht und ruft überall an und sagt, da ist dieser Robert Siebes, der Verschwörungstheorien verbreitet, mit Holocaustleugnern zusammenarbeitet. Und bei Ihnen, was sagen Sie denn dazu? Ja, so sozusagen. Und das geht er durch die Stellen, wo er relevant dabei ist, durch. Das ist zum Beispiel die Berlinale, die sich dann sofort von ihm distanziert haben, die AG Doc. Wo der Leber schreibt, dass sie sich dann auch von ihm distanziert haben. Das war allerdings schon vorher, dass die Zusammenarbeit beendet war, wie ich jetzt erfahren habe. Also er schmückt sich wie mit den Kerben im Gewehrkolben, mit den Abschüssen, die er da geleistet hat. Also die Existenzvernichtung, die berufliche Existenzvernichtung, dass diese Leute davor zurückschrecken. Er macht das immer mit
solchen Suggestivfragen. Er hat also eine Reihe von Fragen an Robert Siebes geschickt, so in der Art wie, Sie arbeiten ja mit dem Volkslehrer zusammen, was haben Sie, finden Sie das denn in Ordnung? Und also sozusagen kommt dann entweder, man sagt, aber ich arbeite doch gar nicht zusammen, dann kommt als sozusagen Effekt von dieser Aussage, Robert Siebes behauptet, nicht mit dem Volkslehrer zusammenzuarbeiten, er tut es aber und macht dann diese Kooperation. Oder er sagt, na ja, da habe ich, den kenne ich gar nicht richtig, aber der Typ hat, glaube ich, mal die Kamera gehalten, einmal für den Volkslehrer, dann wird er draus. Er bestätigt diese die Aussage, hält es aber für unproblematisch. Also so arbeitet Sebastian Leber, und das hat er durchgehend bei dieser Geschichte gemacht. Und es gab dann eben, diese Sache ist auch übernommen worden auf anderen, diese Artikel ist auf anderen Webseiten. Und Robert Siebes hat dann sogar damit zu tun gehabt, dass sein Co-Produzent für einen Film, der gerade auf der Berlinale läuft, wo es um Fotos geht, die KZ- und Lagerinsassen von Kriegsgefangenenlagern im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Ich war also vollkommen, ich habe ja mal einen Film über Kriegsgefangene gemacht. Also das hat mich, ich finde es unglaublich, also dass Leute unter Lebensgefahr im KZ oder in einem Lager Fotos gemacht haben, und wir kennen die bis heute gar nicht. Darüber hat er eine Doku gehabt. Sein Co-Produzent hat sich dann schnell von ihm distanziert, als er im Tagesspiegel eben als Verschwörungstheoretiker, Neonazi, Antisemit in dem Umfeld verortet wurde. Und das ist eben, die Reaktionen sind unmittelbar. Also das heißt, die Anklage ist die Verurteilung gleich. Und mit diesem Prinzip arbeiten die. Ja, und ich komme ja auch dann nochmal ausführlich vor da in diesem Schmierenartikel, ja. Zitat, ein besonders vor, damit du das nicht vorlesen musst, ja. Ein besonders anschauliches Beispiel für Siebes Arbeitsweise, vielleicht auch für seine inhaltliche Vorbereitung, ist die Folge, in der er mit dem Verschwörungsideologen Matthias Bröckers über die Terroranschläge vom 11. September 2001 spricht. Bröcker stellt in dem Interview eine unwahre Behauptung nach der anderen auf, hantiert mit falschen Zahlen und Uhrzeiten, vertut sich hier um 10 Jahre, verdreht dort die Aussagen von Zeugen. Er bringt Flugzeugtypen durcheinander, stellt Brandabläufe falsch dar und erfindet einen Koran im Koffer von Mohammed Atta. Oval-Media-Chef Robert Siebes merkt dies alles nicht oder verbirgt es tadellos. Stattdessen lobt er später seinen Interviewpartner. Ich finde es sehr toll, was Sie da so erzählen. Ja, also dieser Schmierfink Leber ist eigentlich nicht satisfaktionsfähig, vor allen Dingen und schon gar nicht, was 9/11 betrifft. Er hat ja auch ein paar Buchpublikationen. Die Titel lauten dann abgeblitzt, 33 Männer berichten von herzzerreißenden Abfuhren, ja. Oder nachts sind alle Katzen blau, feiern für Fortgeschrittene. Also der Mann hat vom Thema 11. September keine Ahnung und davon reichlich und unterstellt mir hier, dass ich lüge, dass ich Unsinn erzähle und mich verwechsle und auch noch erfinde, ein Koran im Koffer von Mohammed Atta. Ja, sorry, im Koffer von Mohammed Atta lag eine, ich glaube, 66-seitige Gebetsanweisung aus dem Koran. Ja, das kann man nachlesen. Das kann man recherchieren. Dieser Vogel hat aber keine Ahnung. Ja, ich habe 3 Bücher zum Thema geschrieben, sitze gerade am 4. Und habe da gerade noch mal auch die Rezeptionsgeschichte mir der ersten Sachen 2002 und 2003 angeschaut. Und da ist schon genau dasselbe Muster, was wir jetzt auch hier in dem Fall sehen. Ja, es wird auf den Inhalt wird gar nicht eingegangen. Die Botschaft sozusagen wird ignoriert und der Botschafter wird mit Dreck beschmissen. Ja, und hier auch, also was macht der Robert Kiewis in seinem, ja, was hat er gemacht, was für Filme macht er und was macht er jetzt? Darauf wird gar nicht eingegangen, sondern er wird mit Dreck beschmissen, um abzulenken davon, was er inhaltlich tut. Und genauso ist es nach 9/11 gelaufen. Da war es noch nicht so stark wie jetzt mit den Corona-Protesten. Es waren nur 2-3 Leute, die da ihre
Dinge publiziert haben, die dem öffentlichen, dem Mainstream und der offiziellen Version widersprochen haben. Aber die Methode ist immer genau dieselbe. Ja, man will von dem Inhalt nichts wissen und killt den Botschafter. Ja, ich habe ja, Julian Assange ist ja das prominenteste Beispiel für diese Methode. Ja, man will von den aufgedeckten Verbrechen, die will man unter den Teppich kehren und denunziert ihn als Vergewaltiger und als Kommunisten, als Hacker, als ganz schlimmen Menschen. Ja, und schmeißt ihn in den Knast. Das hier, was mit dem Robert Zibis hier geschieht, das ist Diffamierung, das ist Denunziation und mit dem Versuch auch der Existenzvernichtung, ja, wenn du dann irgendwo anrufst und sagst, hier, dem dürft ihr kein Büro mehr vermieten, ja, oder dem dürft ihr keine Kamera mehr verkaufen, weil der macht ja Filme und so weiter und so weiter. Also von der übelsten Sorte, würde ich mal sagen. Ja, das ist, die Sachen sind eben, erst steht die Absicht und dafür sucht er sich Stellen zusammen, die er dann auch noch mit einem großen Kleber zusammenfügt, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Das ist also Standardverfahren. Und ich habe auch mit Robert Zibis, er hat mir dann die Fragenliste vorgelesen. Die sind also nach dem alten journalistischen Scherz, schlagen Sie Ihre Frau immer noch, antworten Sie klar mit Ja oder Nein, sind die formuliert, sodass man sie, wie ich eben beschrieben habe, immer beidseitig benutzen kann. Er hat auch gar keine, also er hat nicht irgendeine Form von Gespräch gesucht oder um mal einen Eindruck zu kriegen, ob er da eigentlich jemand fertig macht, der tatsächlich irgendwie kleine Hakenkreuze im Rückenmark hat. Das ist der Robert nun gar nicht. Robert, das war auch sein Problem. Er konnte aus den Arbeiten, die er gemacht hat, konnte er nichts rausziehen, was er verwerten konnte. Er hat sich nicht mit 9/11 beschäftigt, er hat sich nicht mit Deep State beschäftigt. Er hat halt so, sag ich mal, schöne Arte-Dokus gemacht. Und deswegen geht man dann auf diese Sache. Ich möchte mal kurz zeigen, wo er seine Informationen her hat. Wenn du mal auf den Link 1 gehst, bitte. Das ist also eine seiner Quellen. Das ist Friedensdemo Watch. Das sind hier zwei rechte Mädels, also werden natürlich gleich entsprechend, also junge Frauen, die dem rechten Lager angehören, soweit ist das richtig. Und wenn man runtergeht in dem Artikel, dann sieht man irgendwann auch dieses Bild, wo der Volkslehrer mit Zorro Kenji da steht. Das ist so ein Geburtstag vom Volkslehrer, glaube ich. Gehen wir weiter runter. Das ist ziemlich am Ende von dem Artikel. Da ist noch war ein weiter und noch mal, da ist es. Da war er, da ist der Volkslehrer mit der Baskenmütze, dahinter orange, das ist Zorro Kenji, der das hält. Und daher hat er seine Informationen. Wir haben den Zorro gefragt, ob er mit ihm geredet hat, auch das nicht. Die Recherche beschränkt sich darauf, Sachen zu finden, die man verwerten kann in seinem Sinne. Ja. Und was ich dann auch noch mal zeigen wollte, das ist, Moment, das ist gerade den Suchen, da haben wir Zorro Kenji. Das ist ganz oben den Link, Moment, Friedensdemo-Tage, nee, der ist jetzt gerade raus, sehe ich, oder? Sebastian Leber hat einen Artikel im Tagesspiegel geschrieben, der heißt Danke, liebe Antifa, wo er sich dafür bedankt, dass die Antifa dafür sorgt, dass die Stadtteile doch weitgehend nazifrei sind. Genau da ist er, Nazis aufs Maul. Da war ich erstaunt, dass sowas im Tagesspiegel geht. Aber ich will vielleicht mal demonstrieren, wie eigentlich Sebastian Leber arbeitet. Und da kann man gehen, wenn man jetzt mal geht, auf den Link 6, ganz kurz. Das ist der Artikel, den wir nicht zeigen wollten, an einer anderen Seite. Nämlich bei Freihandelspressespiegel heißt das. Link Nummer 6, wenn du gerade drauf gehst. Das ist einfach so, das ist diese Webseite und das ist schon der nächste. Da können wir sehen, da ist ein Artikel drauf, wie eben steht, auf eine Anfrage der jüdischen Telegrafenagentur aus Amerika antwortete Josef Stalin und dann sagt er, zur Zeit Stalins, steht da drin, verteidigte die sowjetische Führung den Sozialismus gegen jede innere und äußere Anfeindung und entwickelte den Marxismus-Leninismus weiter. Nach Stalins Tod am 5. März 1953 hofften die Imperialisten und Reaktionäre auf die Schwächung dieses Bollwerks des Sozialismus. Diese Hoffnung, so schreibt Stefan Engel in seinem Buch Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution, waren keineswegs unbegründet. Wenige Jahre später ging vom 20. Parteitag der KPdSU eine grundlegende Veränderung nicht nur der gesellschaftlichen Verhältnisse in der Sowjetunion, sondern auch der kommunistischen Weltbewegung aus. Dann gibt es noch einen Artikel, wie Stalin beschreibt, das wird er gefragt, ob es Antisemiten in der Sowjetunion
Sowjetunion gibt. Und er sagt, nein, der Kapitalismus hat eine Ähnlichkeit mit dem Kannibalismus und die höchste Form dann ist der Faschismus mit seinem Antisemitismus. Und diese Leute werden bei uns erschossen. Die kommen also sozusagen in Gulag und dann an die Genickschusswand. Und das mit Begeisterung eben wie in diesem Kontext. Wenn ich jetzt Sebastian Leber bin, dann rufe ich jetzt beim Tagesspiegel an und sage, ihr Autor kooperiert mit Leuten, die Gulags verherrlichen und die Genickschüsse propagieren für Antisemiten. Sehen Sie das auch so oder wissen Sie von den Aktivitäten Ihres Mitarbeiters? Das wäre also die adäquate Antwort auf die Aktivitäten von Sebastian Leber, wenn man ihn mit seinen gleichen Waffen schlagen will. Ich will das nochmal vorlesen, was Stalin da gesagt hat. Der National- und Rassenchauvinismus ist ein Überrest der menschenfeindlichen Sitten aus der Periode des Kannibalismus. Der Antisemitismus ist als extreme Form des Rassenchauvinismus ist der gefährlichste Überrest des Kannibalismus. Der Antisemitismus dient den Ausbeutern als Blitzableiter, der die Schläge der Werktätigen vom Kapitalismus ablenken soll. Der Antisemitismus ist eine Gefahr für die Werktätigen, denn er ist ein Irrweg, der sie vom rechten Wege abbringt und sie in den Dschungel führt. Darum sind die Kommunisten als konsequente Internationalisten unversöhnliche und geschworene Feinde des Antisemitismus. In der UdSSR wird der Antisemitismus als eine der Sowjetordnung zutiefst feindliche Erscheinung vom Gesetz aufs Strengste verfolgt. Aktive Antisemiten werden nach den Gesetzen der UdSSR mit dem Tode bestraft. Das ist also das Umfeld, in dem sich Sebastian Leber gerne bewegt. Also die Stalin als Retter der Menschheit vor dem Antisemitismus. So könnte man das jetzt darstellen. Und das würde ich dann auch vorschlagen, dass das jemand mal den Tagesspiegel darauf hinweist, in welchem Umfeld sein Autor sich eigentlich bewegt. Ja, gut. Ja, wie gesagt, Schmierfinken, mit denen müssen wir immer rechnen. Ja, ich bin das seit 20 Jahren gewöhnt als Anti-Amerikaner, Antisemit oder Wirrkopf oder Verschwörungsideologe hingestellt zu werden. Dabei habe ich überhaupt keine Verschwörungstheorien oder Ideologien, sondern erforsche die eher, ja. Das ist ungefähr so wie Astronomen, die Leben auf dem Mars erforschen, als grüne Menschen zu bezeichnen. Ja, das grüne Männchen da, der spinnt, der erforscht Leben auf dem Mars. Und genau so habe ich mich Beispiel 9/11 um die Verschwörung des 11. September gekümmert, ja, und bin relativ schnell auf den Schluss gekommen. Also Osama und die 19 Teppichmesser sind hier willkommene Sündenböcke, aber können nicht die einzigen Täter gewesen sein. Das ist Sache, die ja bekämpft wird bis heute. Wir haben ja jetzt den 20. Jahrestag bald und ja, da wird auch wieder aus schweren Kalibern, mit schweren Kalibern gegen die Verschwörungsideologen gefeuert, ja. Auch von ahnungslosen Gestalten. Also als Denunziant brauchst du ja keine Expertise, ja. Du musst nur einfach sagen, das ist alles gelogen und alles Quatsch und gefährlich, ja. Und das reicht. Ja. Gut, aber damit sind wir durch mit dem Kandidaten, ja. Ich würde eine Sache noch dazu sagen. Ich rate jeder Person, die vom Tagesspiegel kontaktiert wird, in Form von Sebastian Leber oder Julius Geiler, das ist der zweite aus dieser Kategorie, keinerlei Auskünfte zu geben, sondern sich sofort mit einem Presserechtsanwalt in Verbindung zu setzen, um eine einstweilige Verfügung vorzubereiten, weil man mit nichts zu rechnen hat. Das geht nicht darum, dass diese Leute etwas recherchieren wollen oder sich eine Sache mal angucken, um dann einen Bericht zu machen. Also sie müssen nichts recherchieren, sie wissen schon, was sie tun und ziehen das einfach durch. Und alles, was man ihnen zur Verfügung stellt, wird gegen einen selber verwendet werden. Und zwar in der übelstmöglichen Weise. Also bleibt weg davon. Ja? Gut, unser nächstes Thema, würde ich sagen, oder? Genau. Wir haben die Impfung, und zwar das haben wir beide unabhängig voneinander aus dem Netz drauf gestoßen, ja. Mhm. Genau, und zwar gibt es die Gerd van den Bosche, also ein
ausgewiesener Experte für die Impfstoffforschung, der unter anderem bei Gavi und bei der Bill und Melinda Gates Foundation auch gearbeitet hat. Also der hat sowohl in dem Bereich der Industrie gearbeitet, als auch im Bereich der Organisation, die sich mit Impfung beschäftigen. Und ich war doch überrascht, als ich das gelesen habe. Also er hat einen sehr beängstigt, also einen sehr besorgten Ton, also besorgt ist untertrieben eigentlich. Er warnt davor, in der Pandemie zu impfen. Und du hast es dir ja auch angesehen. Also wir sollten vielleicht darauf eingehen, ein bisschen, wie die Argumentation ist. Fang du mal an, Matthias. Ja, naja, mir hat das wirklich Angst gemacht, als ich das gelesen habe. Weil er sagt, wenn ich es richtig verstanden habe, ja gut, das ist ein Fachartikel, den man ja auch nicht so einfach konsumieren kann. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Gefahr, vor der er warnt, folgende. Wir machen gerade mit den Massenimpfungen von Menschen, die auch überhaupt nicht gefährdet sind, auch jungen Leuten und so weiter, machen wir quasi im Zeitraffer denselben Fehler, den wir vor 80 Jahren mit den Antibiotika gemacht haben, dass wir die wirklich so massiv eingesetzt haben, dass heute zigtausend Menschen jedes Jahr an diesen Keimen, die eben jetzt resistent sind gegen unsere Waffen, gegen unsere Antibiotika, dass wir jetzt sowas Ähnliches mit den Viren gerade im Zeitraffer wiederholen. Und ein Virus, SARS-CoV-2, was vergleichsweise ungefährlich ist, so spricht er da, ja, richtig scharf machen, indem wir jetzt dafür sorgen, ja, dass die unwahrscheinlich hohe Mutationsrate von Viren, die sich ja ganz schnell verändern können, weshalb wir ja schon seit Jahrzehnten jedes Jahr eine neue Grippeimpfung brauchen, weil auch Influenza sich verändert, dass das dazu führt, dass wir ein Monster züchten. Das sagt er irgendwo an einer Stelle. Genau, das ist ein Zitat. Ja. Wir machen aus einem Grippevirus, ja, was gefährlich ist, ohne Frage, durch die Impfung, die er auch sehr gut findet. Also er ist kein Impfgegner. Er war in dieser internationalen Impfallianz. Ja, also aber dass wir die jetzt einsetzen, so massiv und massenhaft auch Leute impfen, die überhaupt nicht gefährdet sind von diesem Virus. Ja, das kritisiert er und das ist ein Brandbrief, den er an die WHO geschickt hat. Und als ich das dann so gelesen habe und so verstanden habe, wie ich es jetzt gesagt habe, es mag sein, ich habe mich da vielleicht geirrt, aber das passt ja auch zu dem, zu der ganzen Vorstellung, die ich von den Viren habe, meine bescheidene, laienhafte vielleicht, ja, dass die Viren Lebewesen oder Halblebewesen sind, die länger da sind als wir und dass wir mit denen leben müssen, dass es sozusagen ein Impfabonnement, weil dieses Geimpfe hört ja nie auf, ja. Man schließt sozusagen mit Moderna oder BioNTech oder den anderen, die dann noch kommen, Abos ab, ja, weil es muss jedes Jahr, muss der nächste Mutant da weggeimpft werden, dass das ein Hase- und Igelrennen ist sozusagen, was wir da veranstalten mit der Impferei. Und sein Plädoyer am Schluss war, und das würde ich auch sagen, lasst uns die wirklich Gefährdeten schützen, aber lasst uns nicht mit der Impfung der Massen, der Bill Gates will ja 7 Milliarden impfen, lasst uns mit dieser Kampagne nicht ein Monster ranzüchten. So habe ich den Artikel verstanden. Ich habe ihn genauso verstanden. Ich möchte darauf hinweisen, das ist geht wirklich in fundamentale Fragen rein. Das ist die Frage, ob man einen Krieg gegen die Natur oder einen Krieg gegen die Viren überhaupt gewinnen können. Wir hatten hier in der neuen Ausgabe von Free21 einen Artikel, den ich dankenswerterweise über dich bekommen habe, von einer französischen Anthropologin für Wissenschaft und Gesundheit, was es also alles für Titel gibt. Charlotte Briefs, ein exzellenter Artikel, ist in der neuesten Ausgabe von Free21, ist auch im Internet runterzuladen. Wir sind jetzt tatsächlich
füge ich mal kurz ein, wir sind jetzt in der Lage, vernünftig zu operieren. Wir wurden ja vom eigenen Provider von unserer Webseite ferngehalten und mussten das über 5 Monate gegen dieser Kampf an die Webseite ranzukommen. Es war ein dänischer Provider, Larsen Data. Jetzt funktioniert es. Diese Sachen, man kann sich dieses Magazin auch selber runterholen und ausdrucken. Das ist ja der Zweck. Das ist also als PDF da. Und diesen Artikel kann ich wirklich mit gutem Gewissen als Überblick empfehlen, weil er auch zum Beispiel sagt, dass 7% der menschlichen DNA ist Virus-DNA. Also die Gebärmutter der Säugetiere hätte es nicht ohne Viren gegeben. Das ist sozusagen das Virus, was DNA in die Organismen reinbringt, ist der Motor der Evolution. Und es gibt um nochmal auf den Bosch zurückzukommen. Er sagt eben, es ist nicht nur so, dass er sagt, das ist nicht gut, sondern wir züchten uns ein Problem. Es wird immer schlimmer werden, wenn man in der Pandemie impft. Und zwar ein paar Zitate vielleicht von ihm da draus. Junge Menschen haben eine gute angeborene Immunantwort und sind daher von Natur aus geschützt. Wenn sie mit Coronavirus in Kontakt kommen, stärkt dies ihre natürliche Immunität. Und dann sagt er, wenn Sie also der Meinung sind, dass wir durch die Herstellung neuer Impfstoffe, eines neuen Impfstoffs gegen die neuen Infektionsstämme aufholen können, es ist unmöglich aufzuhören. Also wir zwingen jetzt das Virus in die, das ist eine Argumentation, wenn ich das jetzt sage, wir zwingen das Virus evolutionär aufzurüsten und immer gefährlicher zu werden, damit er sozusagen ankommt gegen diese die Beschränkung, die ihm jetzt über das Virus auferlegt werden. Das nächste Problem ist, dass die Geimpften ja gar nicht immun sind, sondern sie sind übertragen das Virus weiterhin. Sie selber sozusagen kriegen diese Krankheit nur nicht im starken Maße, sind aber weiterhin als Überträger da. Und deswegen kommt jetzt das, was passiert ist. Es sind ja diese neuen Mutanten, die kommen aus Brasilien, die kommen aus Südafrika und die kommen aus England. Und das sind erstaunlicherweise gerade diese Länder, in denen die Versuche durchgeführt wurden. Also das heißt, das wäre der erste Beleg dafür, dass eine Sache stimmen könnte, weil die Länder, in denen die Feldversuche gelaufen sind, sind jetzt diese Mutanten entstanden. Und es gibt noch einen Fall, und dann sagt er, das ist jetzt, ich habe keine Kritik an den Impfstoffen, wie Robert gesagt hat, aber bitte verwenden Sie die richtigen Impfstoffe am richtigen Ort und verwenden Sie ihn nicht in der Hitze einer Pandemie bei Millionen von Menschen. Wir werden dafür einen hohen Preis zahlen und ich werde emotional, weil ich an meine Kinder denke, an die jüngere Generation. Es ist einfach unmöglich, was wir tun. Wir verstehen die Pandemie nicht. Wir haben sie in eine künstliche Pandemie verwandelt. Wer kann erklären, woher plötzlich all diese hochinfektiösen Stämme kommen? Niemand kann das erklären. Ich kann es erklären. Wir haben dies bei früheren Pandemien, bei natürlichen Pandemien nicht gesehen. Wir haben es nicht gesehen, denn zu jedem Zeitpunkt war die Immunität niedrig genug, damit das Virus nicht entkommen musste. Also das heißt, das ist genau das, was ich verstanden habe, wie es der Matthias Bröckers auch erklärt hat. Also das ist das Entstehen von antibiotikaresistenten Keimen, die wir durch die Massennutzung von Antibiotika gezüchtet haben. Es ist ja auch so, dass die Kranken weiterhin als Überträger auftreten für diese Krankheit. Sie kriegen sie ja nur selber nicht. Ja, das ist ja der Wahnsinn, dass wir dachten, okay, wenn alle geimpft sind, keine Masken mehr und wir können raus. Das wird nicht der Fall sein. Also diese Geschichte geht weiter. Und es gibt einen Vergleich, den man anbringen kann. Das ist in der Geschichte. Das ist die Syphilis. Die Syphilis gab es in leichteren Formen oder in anderen Formen in Europa, vor allen Dingen aber in der Karibik, als Kolumbus dahin fuhr, hat er die mitgebracht, eine Form, die mindestens 5000 Jahre existiert hat und als die Menschen nicht so hygienisch waren, keinen evolutionären Druck hatte, als dann die Hygiene anstieg und insbesondere in Europa, als sie da waren, also das ist Neuzeit, das ist nicht mehr das dreckige Mittelalter, war durch den evolutionären Druck, ist aus der Syphilis die tödliche Krankheit geworden, die sie dann für viele Jahrhunderte gewesen ist. Also das wäre auch ein Vergleich, was dort vorgekommen ist, wo man keine Impfung hatte. Deswegen warnt Van den Bosche davor, wenn es irgend geht, das bleiben zu lassen und lieber darauf zu vertrauen, dass die jungen Menschen damit gut klarkommen. Das andere Problem ist ja, wenn wir so agieren, schädigen wir auch noch durch die Maßnahmen zusätzlich das Immunsystem der Menschen, was mit Coronaviren, wenn es gut funktioniert und man nicht so alt ist, eigentlich gut klarkommt. Also das ist, es ist merkwürdig, was hier gemacht wird und was dazu gesagt wird. Also das ist, vielleicht willst du noch ein Schlusswort dazu abgeben, Matthias.
Ja, es macht mir Angst, was ich da gelesen habe, weil ich das mir einleuchtet, was er da, wie er da argumentiert, ja, dass wir mit der Impferei von Leuten, die gar nichts, und jungen Menschen und ungefährdeten Menschen, deren Immunsysteme sozusagen auch daran hindern, selbst Abwehrkräfte zu entwickeln, und dass wir ja das Virus quasi dazu zwingen, immer gemeiner oder immer gefährlicher zu werden. Das hat mir eingeleuchtet, und hoffe ich, dass wir von diesem Trip runterkommen, zu glauben, dass wir mit Impfen gegen Viren kämpfen können. Das ist genauso was wie dieser irrsinnige Krieg gegen Terror. Ja, also Terror kannst du nicht mit Krieg bekämpfen, und Viren, die kannst du nicht mit Impfen bekämpfen. Du kannst nur die Menschen, die besonders gefährdet sind, davor schützen, dass sie von so einem Virus erwischt werden. Aber der Rest muss mit diesem Virus leben und wird auch mit diesem Virus leben, wenn wir nicht dafür sorgen, wie gesagt, so ein Monster zu züchten. So viel nochmal zu diesem Artikel. Wir haben ja die Links drin, wir haben auch ein Video mit dem Van den Bosche drin. Also das könnt ihr euch alles auch nochmal en Detail anschauen. Es ist auch für Leute, die sich wirklich damit auskennen, ist ein Vortrag, den er gehalten hat, medizinischer. Also wir gehen von fußgängertauglich bis in die Tiefe der Argumentation. Der Mann ist halt kein Idiot. Ja? Also das ist, auch wenn alle Leute, die, auch Bhakti ist kein Idiot, wird aber mittlerweile in Wikipedia als Verschwörungsmystiker oder was weiß ich, wie das jetzt neuerdings immer heißt, angeführt. Also das heißt, die Leute, die sich auch anmaßen zu urteilen, wer wie viel davon versteht, sind nicht die, die es wirklich überblicken. Und es ist auch so, dass auch der Van den Bosche sagt, wie auch in einem anderen, wozu wir gleich kommen, dass sie sagen, wir haben das sozusagen, sind ja unterwegs. Das heißt, wir bauen uns ein Verständnis. Aber dass die Frage, ob man glaubt, dass man Viren vernichten kann, sozusagen Nuklearexplosion gegen Viren, ich glaube, das kann man beantworten. Die Natur wird einen immer austricksen dabei. Also das heißt, das muss eine angemessene Antwort sein. Diese Vorstellung, dass man den Körper bakterienfrei kriegt sozusagen oder virenfrei, ist sowieso vollkommener. Das ist tödlich. ja. Das ist gut. Der Free 21, das sagte, das ist wirklich ein hervorragender Artikel dazu, Krieg oder Koexistenz, also Politik der Amphibiose hat sie das genannt. Damit kann keiner was anfangen, aber ich empfehle ihn nochmal. Ich will jetzt kurz das Highlight von dieser Folge vorstellen, nämlich die Verlesung der Spender. Das beliebteste Spender. Ja, wichtig, wichtig. Ja. Also, ohne euch, Leute, könnten wir das alles nicht machen. Ja. Das ist ja genau der Punkt. Also das heißt, die Leute sind genervt, aber dass sie sich das anhören. Es ist für uns aber, und wir bestehen alle drei darauf, wir sind den Leuten, die uns das ermöglichen, sehr dankbar. Und das ist unsere Art und Weise, das zurückzugeben. Ich gehe mal durch. Also Jeriel 300, Felix, nicht unser Felix, also der Wikipedia-Felix, 202.10, Ulrike, 200, Spende für hervorragende Recherche und Präsentation von Ihnen, Herr Pohlmann, sowie Herrn Bröckers, danke Ihnen. Ist natürlich auch an Robert auf Teneriffa weiterzugeben. Petra 200, danke. Irene 180, Markus 142,50. 57 mal gesehen, nie bedankt, ist doch gratis. Hat er geschrieben, das ist sehr nett. Almut 120, Karl-Heinz 100, Thomas und Alexandra 100, Cornelia 100, Gabriele 100 schreibt, vielen Dank für eure spannenden Beiträge. Hans-Dieter 80, 2x40, drei andere Blickwinkel, danke. Bernd Lukas, danke für ein umfassendes Bild und das Cracken von Filterblasen. Demokratie beginnt bei der Berichterstattung. Das sehe ich genauso. Ja. Kai 50, Juliane 55, danke für die herausragende und bereichernde journalistische Arbeit. Es ist ein Segen, denn dass es euch gibt, macht weiter so. Michael 54, 32, wie kommt das denn zustande? Ali 54, 3x18 €. Wo ist Ken? Wo ist Ken? Wo ist Ken? Kann ich sagen, Ken ist nicht hier, Ken war in Österreich, Ken war in Griechenland, Ken ist überall. Ken würdet ihr nicht wiedererkennen, wenn ihr ihn nicht hört, weil er wirklich komplett anders aussieht. Ja. Dann haben wir
Wo ist Ken? Da ist er. Dann Andreas, 5250. Lieben Gruß an euch drei. Für mich das Beste, was man im Internet schauen kann. Herzlichen Dank dafür. Petra 50, Jörg 50, Arne 50. Danke für die Einrichtung des Podcast-Feeds. Sollte man nochmal darauf hinweisen, haben wir tatsächlich. Kann man jetzt auch als Podcast hören. Ich habe es selber schon gemacht. Das ist gut, wenn man joggen geht zum Beispiel. Ulrich 50 Euro, Christoph 50 Euro. Ja. 50 Euro. Ich bewege mich bei Einbruch der Dämmerheit in Dämmerung in Begleitung von ausschließlich Wildschweinen, damit es nicht allzu lächerlich wird in den Wald. Benny Benson, 50 Euro. Buchbinderei Müller, 50 Euro. Brief für eure tolle Arbeit und auch die Inspiration möchte ich mich herzlich mit einem Obolus bedanken. Das dritte Jahrtausend ist meine liebste Sendereihe. Viele Grüße, herzlichst Querfrager. Uwe, 50 Euro. Arne, 50 Euro. Danke für die Einrichtung des Podcast-Fees. Konstanze, 50. Ulrich, 33. Anton 30, Uwe 30, Anna und Axel 30, ihr seid ein Licht in der Dunkelheit. Vielen Dank für eure engagierte professionelle Arbeit. Weiter so. Philipp 30 Euro, danke. Severin 30 Euro, Barbara 30, Toni 25 Euro, Dirk Pohlmann, Bundeskanzler 2021, vorsichtig damit. Ja. Mario 25 Euro, Interview Pohlmann Steimle, habe ich gerne gemacht. Meine Güte, please listen to this. Dann kommt was Lars, der steckt etwas vor. Da 25 Euro, Christoph 20, Christian 20. So, jetzt kommen Noah, Robert, Chris, Martin und Bettina, LVN-Versicherung, Kai, Wolfgang, Klaus, Benjamin, Klaus 20 Euro. Jetzt kommen Benjamin mit 18, Oliver, Katharina, Gabi, Ingo mit 15, Thomas mit 13,48, Steffen, Markus, Andreas, Steffen, Elke, Heike, Robert, Uwe, Granny, Gianni, sorry, Robert mit 10. Roger mit 9,99, Gregor mit 8, Markus mit 7,50, Ralf mit 7, Christoph, Manuel, Thomas, Holger, Daniel, Philipp, Armin, Carsten, Axel, Stefan, Michael, Andreas und mit 5, Michael mit 4, Holger mit 3, Christoph mit 2, Wolfgang mit 2 und David mit 1 Euro. Und dann natürlich diese lange Liste, muss man zeigen, unsere, das sind von mir die sehr geschätzten Daueraufträge, die uns ja den sozusagen das Wasser und die Wassertiefe unter den Kiel angeben, damit was wir überhaupt wirklich machen können. Das sind immer noch Leute, für die ich mir etwas Besonderes ausdenke. Ich habe eine Sache schon mal gesagt. Aber diese Leute müssten, aus meiner Sicht, müssen wir da was machen, dass die nochmal besonders belohnt werden. So, das war die Verlesung der Lottozahlen. Jetzt gehen wir weiter. Ja. Seid ihr überhaupt noch da? Ja, weiter geht's. Wir sind jetzt bei einem ähnlichen Thema wie dem davor, nämlich in beiden Fällen gemeinsam ist, dass eine ganze Reihe oder dass in dem Fall ein wichtiger Wissenschaftler, der, wie gesagt, sowohl im Bereich der Industrie als auch im Bereich der Organisationen gearbeitet hat, ein ausgewiesener Fachmann, warnen. Und es kommt bei uns in den Medien nicht vor. Genauso wenig wie vorkam, dass am 28. Februar eine Gruppe hochkarätiger Mediziner eine Warnung vor den Folgen der Impfung veröffentlicht hat. Darunter war Professor Bakhti und auch Professor Stefan Hockertz hier aus Deutschland, aber auch eine ganze Reihe anderer international renommierter Virologen, Mikrobiologen, also Leute, die auf diesem Gebiet Ahnung haben. Und die haben gewarnt vor den Thrombosen, also dem Verklumpen des Blutes, haben das auch beschrieben, wie das funktionieren würde. Und zwar bevor das eigentlich losging. Also bevor wir über das Rausnehmen von AstraZeneca aus der Impfvariante uns unterhalten haben. Wenn du vielleicht mal drauf gehst auf die 12, dann sieht man, also das ist dieser offene Brief, der geschrieben wurde. Und das können wir in zwei Teile untergliedern. Also einmal nochmal, um was geht es da drin in dem Brief? Also sie haben gewarnt vor dem, was tatsächlich eingetreten ist. Und das zweite ist für mich, warum erfahren wir nichts davon, dass es diese Sache gibt von jemand, also auch nochmal, welche Bedeutung Bakhti, er ist der Erste, der diesen Brief unterschrieben hat, als Wissenschaftler hat, der bei uns ja mittlerweile zum Beispiel von MyLab, die sich dann zur Seite beugt, wenn sie seinen Namen ausspricht und so tut, als wenn sie irgendwas zwischen hustet und kotzt. Auf dem Niveau sind wir auch in den Öffentlich-Rechtlichen angelangt dabei. Und der diese Sache hier gemacht hat, die eigentlich fulminant ist, also Matthias, zu was willst du was sagen? Ja, das ist halt, wir haben keine
wissenschaftliche Debatte oder eine Debatte, die das Wort wissenschaftlich verdient. Es wird und wir sind in einer Double-Bind-Situation. Einerseits wird uns gesagt, Leute, hört auf die Wissenschaft, ja, hört drauf. Und andererseits wird bei den Impfstoffen und bei der experimentellen Zulassung, die es da jetzt gibt, werden alle Kriterien der Wissenschaftlichkeit über Bord geworfen. Die Hersteller müssen auch nicht haften für irgendwas, ja. Einerseits sollen wir auf die Wissenschaft hören und uns impfen lassen. Andererseits haben wir wissenschaftliche Erforschung von effektiven und wirksamen Impfstoffen einfach über Bord geschmissen und machen jetzt im Rahmen dieser Panik, ja, wir haben es in der vorherigen Sendung schon mal gesagt, die zwei Mäuse, die da sitzen, lässt du dich impfen? Nee, die Menschenversuche sind noch nicht abgeschlossen. Ja, also es wird hier was probiert. Gerade in dem vorherigen Beitrag von Van den Bosch haben wir ja gesehen, dass das wahrlich nicht ungefährlich ist, was da gemacht wird. Ja. Und die Kollegen oder Fachleute und der Professor Bhakti ist mit Sicherheit einer, denen wird quasi der Mund verboten und die werden als Ketzer aus der Kirche der Wissenschaft rausgeschmissen. Ja. Und das ist skandalös und unsere Großmedien fahren wirklich keine Informations-, sondern PR-Kampagnen. Ja, es wird PR gemacht, jeder soll sich jetzt impfen lassen und es wird mit keinem Wort erwähnt, welche Risiken damit verbunden sind und schon gar nicht was das möglicherweise mittel- und langfristig für Folgen hat, weil die können wir gar nicht kennen. Das ist mit der PR, ich erinnere an diesen Satz, der George Orwell immer zugeschrieben wird, aber ihm nicht von ihm ist. Er sagt, Journalismus ist, wenn irgendjemand das nicht veröffentlicht sehen will, an was man arbeitet, alles andere nennt man PR. Und das ist leider, kann man sagen, die Aufgabe der Journalisten wäre, diese Sache zu berichten. Also der Medien, überhaupt nicht nur der Journalisten, also das heißt dieser Institutionen der Medien wäre, das zu berichten in aller Vorsicht und Stellungnahmen dazu einzuholen, wie andere Leute das sehen. Stattdessen ist es in beiden Fällen so, also auch bei diesem offenen Brief, dass die Medien sich eigentlich verhalten wie die PR-Agentur der Regierung. Also als wenn sie jetzt wir darüber abstimmen müssen, wie viel die Menschen erfahren dürfen von diesen Sachen, sondern sie sollen eigentlich versorgt werden mit Handlungsanweisungen, damit sie problemlos die Sachen erfüllen, die von den Regierungen kommen. Widerstand ist auch nicht, Widerstand dagegen ist nicht erwünscht, in keiner Form, auch nicht verbal, auch nicht durch Nachdenken, auch nicht durch darüber informieren. Und das sind wieder, muss man sagen, ein fundamentales Versagen. Also das heißt, was die Medien nicht machen sollten, ist sensationalistisch auf jede Sache raufzuspringen. Aber das ist hier, wie gesagt, im zweiten Fall, in diesem zweiten Brief kann man sagen, sie haben das vorhergesagt, was letztlich eingetreten ist. Nämlich, dass der Impfstoff erstmal vom Markt genommen werden musste. Die Fallzahlen, auch wenn sie nicht hoch sind, sind statistisch signifikant. Da kann man jetzt anfangen rumzurechnen, weil das mehr Frauen kriegen als Männer und so weiter. Aber es sind Sachen, über die man sich unterhalten müsste, was man da eigentlich macht. Und ich halte diesen Brief von Van den Bosche für noch wichtiger eigentlich, weil er ja diese fundamentale Frage stellt, ob wir uns wirklich komplett 180 Grad auf dem falschen Kurs befinden, wenn wir mit dieser Sache fertig werden wollen. Also ob wir uns jetzt gerade quasi das Desaster bauen, aus dem wir nicht mehr rauskommen, indem wir die gefährlichsten Viren züchten. Nochmal, ich erinnere daran, Brasilien, England, Südafrika, das sind die drei neuen Varianten, die gefährlich, also die bösartigen Mutanten. Und das sind genau die Länder, in denen die großen Versuche von den BioNTech und BioNTech Pfizer und Moderna Impfstoffen gelaufen sind und von AstraZeneca. Also das sollte man, das ist für mich ein fundamentales Versagen auf vielen Gebieten, also von dem, was Matthias besprochen hat, aber auch, liebe Kollegen, was macht ihr da eigentlich? Es kann doch nicht sein, dass wir die Einzigen sind, die solche Sachen hier ausgraben und dann zur Kenntnis geben. Das letzte, also das Thema, was wir jetzt noch haben, was wir gestern frisch reingenommen haben, das war, ich weiß nicht, wie dir es ging, als ich es gelesen habe, ich musste lachen. Also die Caitlin Johnson liefert ja in Reihe, ja, das ist wirklich eine
absolut eine anarchistische Journalistin, mit, die immer den, genau den Punkt trifft. Ja? Und, also einer ihrer... Das, ich hab nur, als ich den Artikel las, gesagt, ja, die spinnen die Amis, ja, so Asterix-artig, weil jetzt haben sie doch tatsächlich, ja, die, das, sie sagt, die US-Intelligence-Kartell, also die Vereinigten Geheimdienste, haben jetzt ein Dokument veröffentlicht, wie das mit der Wahleinmischung war. Und es ist, also du schüttelst den Kopf, wenn du es liest, aber die meinen das tatsächlich ernst, ja. Ja, dass eben auch Venezuela, Kuba und wer war es noch? Die Hisbollah aus dem Libanon versucht hätten, die Wahlen zu manipulieren, ja. Aaron Maté, hier auch ein guter Journalist und Kollege, hat da auf Twitter gepostet, shout out to Lebanese, Hezbollah, Cuba und Venezuela for making it into the Russia Gate 2021 Edition. Ja? Nummer 14 also, ist das, Nummer 14, ja. Ja, 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 es ist so, also man glaubt es nicht, weil es so absurd ist, was die da treiben, ja, ihre Wahl da jetzt der Hisbollah oder Venezuela in die Schuhe zu schieben, ja, und daraus wieder eine Nummer zu basteln, wie die letzten 5 Jahre Russiagate, dass Trump ein russischer Agent oder die Marionette Putins, wie Hillary Clinton uns aufgeklärt hat, sei. Also, und das hier, und das jetzt von den Vereinigten Geheimdiensten eine ein Dokument, wir haben es unten auch Nummer 15, dann auch noch mit drin. Also, guck da mal rein, du schüttelst wirklich den Kopf. Aber sie meinen das ernst, das geht durch. Das haut denen niemand um die Ohren. Und mit geballter Medienmacht wird jetzt auch dieser Quatsch irgendwie in die Gehirne getreten. Ja? Und wie gesagt, als Überschrift verdient das Ganze eigentlich nur, die spinnen die Amis. Aber es ist ja kein Scherz. Es ist ja nicht, die machen keine Witze, die Jungs, ja, sondern ziehen jetzt ihre Kriegsschiffe zusammen und Joe Biden, der Crash-Test-Dummy im Weißen Haus, bezeichnet Putin als Mörder. Die Russen haben gleich einen Botschafter abgezogen, also verstößt gegen alle diplomatischen Konventionen, die man eigentlich, zumal wenn man neu im Amt ist, erstmal einhält. Und da kommt nichts Gutes auf uns zu, oder? Wie siehst du das, Dirk? Das ist das, was ich, das kann ja kein Zufall sein, was da abläuft. Also diese Konfrontation. Also ich fand das deswegen so genial, um das nochmal zu sagen, weil die Überschrift von Katie Johnson ist, das US-Geheimdienstkartell, alle Regierungen, die wir hassen, haben in unsere Wahl eingegriffen. Das ist wirklich genial. Das war genauso, wie vor einigen Wochen hatte sie geschrieben, die Amerikaner haben keine Alliierten mehr, sie haben nur noch Geiseln. Ja? Also das ist die Katie Johnson ist sehr gut in diesen Einzeilen-Sachen. Was sie wohl darauf hingewiesen hat, dass die Nationen, die angeblich in die Wahlen eingegriffen haben, du hast gesagt, also das ist Russland, Iran, China, Libanon, die Hisbollah, Kuba und Venezuela. Die sind jetzt angeblich und die müssen jetzt mit Sanktionen belegt werden. Das ist für Putin auch schon angekündigt. Und ich erinnere daran, als die Wahl war und Trump von Fälschung in der Wahl gesprochen hat, wurde massiv gesagt, nein, hier ist alles in Ordnung, das läuft alles völlig in Ordnung. Also da war das Verschwörungstheorie, wenn jemand gesagt hat, hier läuft was nicht korrekt bei den Wahlen. Und kaum ist die Wahl vorbei und Biden ist gewonnen, gab es also massive Beeinflussung durch diese Länder. Ja, also gerade genau. Wir wissen ja, gerade die libanesische Hisbollah ist ja berühmt für ihre Hackergruppen oder auch genau. Das schon seit Jahrhunderten Wahlen manipulieren, genau. Ja. Wogegen also, Amerika natürlich die Demokratie überall akzeptiert. Also, ja, das wie gesagt. Lächerlich, aber es ist gefährlich, weil es zeigt, man auf eine Konfrontation. Das heißt, es wurde ja geredet über Iran, also mit militärisch eventuell auch anzugreifen. Das ist jetzt, also die Sache, die wir immer besprochen hatten, dass Trump zwar ein Knallkörper war,
aber wenigstens, was man ihm zugutehalten konnte, er hat ja noch in der letzten Phase seiner Amtszeit hat er nochmal versucht, die Soldaten aus Afghanistan abzuziehen. Also an der Stelle kann man ihm keinen Vorwurf machen, im Gegenteil. Ja? Und das wird jetzt alles schlimmer. Und ich habe wirklich Befürchtung, dass das, was wir jetzt hier zu sehen kriegen, die Vorbereitungen sind für etwas, was in der Amtszeit von Biden stattfinden wird. Und das ist Regime-Change und Interventionspolitik. Das wird kommen. Ja, klar. Ja. Man hat ja auch für Russland, hat man das sogar angekündigt, dass der Regime-Change ein Ziel ist. Das hat sogar in Deutschland ein Professor, ich glaube von der Uni Kiel, hat das gesagt, dass das deklarierte Ziel für Russland ist Regime-Change. Also das, ja, und dann regen wir uns auf, also nach dem Motto, irgendwelche Leute versuchen bei uns in die Wahlen einzugreifen. Also bei uns wird gesagt, wir haben vor, stellt euch das vor, Russland wird sagen, Putin würde sagen, mein erklärtes Ziel ist, Angela Merkel von der Regierung wegzukriegen oder die CDU oder Joe Biden jetzt von der Regierung oder irgendwas in der Art. Es ist immer dieses diese Doppelmoral des Westens, von den Opiumkriegen bis zum Irak-Invasion. Ja, ja, klar. Wie soll man da noch dahinter stehen? Gut. Also hast du noch was zu sagen dazu, außer dein Brechbecherchen rauszuholen? Ja, genau. Viel mehr kann ich nicht tun und würde dann auch gleich zu unserem Dauerthema kommen, ja, nämlich traurigen Dauerthema, nämlich Julian Assange, der immer noch in Belmarsh schmachtet. In seiner Heimat tut sich jetzt ein bisschen was zumindest. Es gibt eine Gruppe von 24 australischen Parlamentariern, die sich jetzt für die Freilassung und auch für Asyl in Australien für Julian einsetzen. Darunter auch der Oppositionschef, Labour-Leader Anthony Albanese, ja, der sich noch nie geäußert hat und der jetzt gesagt hat, jetzt reicht es. Ich habe für vieles, was WikiLeaks gemacht hat, keine Sympathie, aber er darf nicht länger eingekerkert bleiben. Und das ist ja unsere Forderung seit Jahren. Und wir haben das letzte Mal ja auch aufgerufen, unsere Zuschauer, Zuschauerinnen zu spenden für den Fonds, den seine Ehefrau eingerichtet hat. Und ich kann jetzt hier verkünden, es sind eingegangen und von uns auch schon an den Fonds für Julian Assange überwiesen. 499 Euro sind gekommen vom Publikum des dritten Jahrtausends. Dafür vielen Dank. Und nicht nur für die Spenden, die ihr für unsere Arbeit locker macht, sondern eben auch, dass ihr dran denkt, dass wir Julian Assange nie und nicht vergessen dürfen. Es gibt jetzt direkt nichts Neues vom Prozess. Gibt es nichts zu berichten heute. Aber wir bleiben dran am Thema. Also das ist an den Fonds, Unterstützungsfonds, den seine Frau aufgelegt hat, ist das Geld von uns überwiesen worden. Also die 499 sind raus. Und nochmal herzlichen Dank dafür. Wir werden das in nächster Zukunft sicherlich nochmal wiederholen. Also Julian Assange ist ja wegen seiner fundamentalen Bedeutung für die Pressefreiheit, für die Meinungsfreiheit, die Ausdrucksfreiheit bei uns Dauerthema. Ja, dann kommen wir. Genau, zur guten Nachricht. Zur guten Nachricht. Dirk, die gute Nachricht lautet, es ist vorbei. Die Pandemie ist vorbei. Ach so, ich dachte. Nein, nicht die Sendung, die ist dann auch gleich vorbei. Aber alles die gute hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich dachte, was ist denn jetzt zu Ende? Ja, nein, die Pandemie ist vorbei, weil Covid ist erstmals seit über einem Jahr nicht mehr das größte Problem an Wall Street. Also Wall Street ist mittlerweile entspannt. Und wenn Wall Street entspannt ist und sagt, naja, Inflation ist ein viel größeres Thema oder die Blase platzt, ist ein viel größeres Thema. Jetzt steht die Pandemie nur noch auf Platz 3 der drohenden Katastrophen. Also, und da, das denke ich, ist eine gute Nachricht erstmal, wenn Wall Street durchatmet und sagt, ach, wir können hier in unserem Casino weiter zocken wie bisher, alles kein Problem mit Corona.
Das sind ja nicht die Querdenker, die Leute an der Wall Street und die Hedgefonds, sondern das Gegenteil. Ja, die denken ja betonartig geradeaus. Und wenn die jetzt sagen, auch Covid nur noch auf Platz 3 der gefährlich oder der katastrophalen Ereignisse, die befürchtet werden, ja, dann können wir doch langsam auch aufatmen. Oder? Ja, würde ich auch so sehen, werden natürlich sofort als Verschwörungstheoretiker, wenn wir sehen, ob sie einen Eintrag im Zielrahmen bekommen dafür. Und wenn wir jetzt selber unsere eigene Sendung fanden, den Bosche, haben sie das kapiert, was da auf uns zukommen könnte, haben sich damit beschäftigt oder das Papier von Bhakti zu den Thrombosen. Das ist, aber betrachten wir das so, also meine gute Nachricht für den Schluss ist, Robert Fleischer ist von Aliens zu einem Badeurlaub auf Teneriffa entführt worden. Und die schlechte Nachricht ist, die diktieren jetzt ihm telepathisch ein Buch über UFOs. Ich hoffe, dass Sebastian Leber das nicht erfährt. Ne? Naja. Es wird lieber. Gut. Das war's von uns. Also ihr merkt, wir vermissen Robert, hoffen, dass er bald wieder da ist und für uns die Moderation übernimmt. Wir haben jetzt eine Verbindung gestemmt und das war's von uns. Heute nur die 2 von der Tankstelle und ein bisschen kürzer als sonst, aber das nächste Mal ist Robert wieder da und bis dahin bleibt uns gewogen. Ciao, ciao. Ja.